Was gibt's? Also, Siuxi die Banshee. Erhebt euch, Champions. Gut gemacht, Todesgebieter. Nazgrim und Tassarian sind mächtige Champions. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Befehle mit tödlicher Präzision ausführen werden. Verbreitet die Kunde. Nachdem ihr jetzt die Champions rekrutiert habt, könnt ihr mit Hilfe dieser Speerkarte wichtige Missionen im ganzen Gebiet der verheerten Inseln ausführen. Die erste Mission ist besonders wichtig, um unseren Orden größer und stärker zu machen. Schickt Nazgrim und Tassarian los, um nach neuen Kandidaten für die Schwarze Klinge zu suchen. Unser Orden muss noch viel stärker werden, wenn wir die brennende Legion besiegen wollen. Benutzt die Speerkarte und schließt die Mission, verbreitet die Kunde ab. So. Anhänger. Ah, das ist ein. Ah. Amal Tassat können wir noch bekommen. Oh, Dario Morgraine sogar. Cool. Ach, die war. Okay, den kennen wir ja. Ein Todesweber. Weiß gar nicht mal, wo ich denn hier. Thoras Trollbahn auch noch. Die kennen ja richtig krasse. Moderdarm. Und die. Hochring, wie sie so trauen und weiß strehen. Die ist auch Todesritter. Das ist sehr witzig. Und Dario Mock wird ihr der Beste. Auch Kampfgefährte. Mal gucken, wenn wir die freischalten. Okay, na gut. Ausrüstungsplätze gibt es noch nicht. Dann würde ich sagen, mal gucken. Verbreitet die Kunde. 2 Minuten. Nazgrim ist unheilig. Okay. Nichts wird uns aufhalten. Dunkler Beschwörer Marok. Wird beim Aufheben gebunden. Der dunkle Beschwörer Marok kommt nach Acheros und ermöglicht es euch, Gruppen von Ghulen entstehen zu lassen, die eure Champions auf Missionen begleiten. Das ist ja cool. Eine Minute. Okay, gut, dann warte ich die jetzt kurz ab. Klickt auf das Kampfgefährten-Symbol, um einen Champion auszuwählen, der euch im Kampf unterstützt. Ach, ich kann Tassaria mitnehmen. Stimmt, Kampfgefährte, da steht's ja. Nicht alle sind Kampfgefährte, Tassarian wäre ein Kampfgefährte. Cool. Ich mach das jetzt einfach mal. Wobei, warte, ich warte erstmal ab, wie die Mission hier verläuft. Was ich danach brauche. Vielleicht brauche ich danach ja Tassarian als Pharos-Todesritter. Bin mal gespannt, wie das hier läuft mit der neuen Garnison. Mit der neuen, quasi neuen Garnison, die Ordenshalle. Das ist cool mit den Champions auf jeden Fall. Stunkblase. Rülpsblase. Ach, das sind alles un. Ach so, das sind alles Unholy, okay. Bei der? Doch auch Unholy, ja. Das sind alles Unholy Death Knights, deswegen haben die die Typen dabei, okay, ich verstehe. Ja, ich habe schon gelesen, also schon gehört, dass Unholy echt stark sein soll. Und was bitte ist. Auch Unholy, okay. Was ist das denn für ein Drache, bitte? Ach, der ewige Zeithäscher, okay. Das sieht schon krass aus. Unheilig. Unbesiegbar, nicht unheilig. Ach Gott. Wie verläuft die Mission? Ja, keine Ahnung. 9 Sekunden noch. So, okay. Mission abgeschlossen. Benutzt die Leertaste, bla bla. Dunkler Beschwörer Marok. So, das kann ich jetzt abgeben. Nazgrim und Tassarian waren anscheinend erfolgreich mit ihrer Mission. Wir haben ein paar vielversprechende Kandidaten gefunden, die uns im Krieg gegen die brennende Legion behilflich sein könnten. Mhm, das haben wir. Rekrutierung der Truppen. Ein mächtiger Totenbeschwörer.
Ein mächtiger Totenbeschwörer hat, ist der schwarzen Klinge bei angesteuert. Die können alle kein Deutsch. Der dunkle Beschwörer Marok hat den langen Weg aus dem Reich der Schattenlande auf sich genommen, um sich uns anzuschließen. Er wird einen wertvollen Verbündeten für die schwarze Klinge abgeben. Sprecht mit dem dunklen Beschwörer Marok, um damit zu beginnen, eine Armee Ghule für die schwarze Klinge aufzustellen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich glaube, ist er. Da hinten ist er. Okay. Ja, hallo, die sind alle so unfreundlich hier. Sagt, was ihr zu sagen habt. Der sieht tatsächlich ein bisschen tot aus. Lässt einen Trupp Ghule verstehen, der Champions auf Missionen begleiten kann, um ihr Erfolg zu erhöhen. Dafür brauchen wir dann also Ressourcen, das ist gut zu wissen. Ich habe nur einen, deswegen mache ich jetzt auch nur einen. Wir werden unsere Rache bekommen. Kann also halt so richtige, die ganz, also richtige Trupps ist dann. Weit entfernt. Ah. Die Ghule sind bereit, euren Befehl. Das ist ja witzig, das ist ja echt interessant. Das ist echt interessant. Okay. Kommt auf den Punkt. Gute Arbeit, Todesgebieter. Diese Ghule werden beim Kampf auf den verheerten Inseln von unschätzbarem Wert sein. Schickt sie auf Missionen, wie eure anderen Champions auch. Alles klar. Es ist Zeit, eure frisch herbeigerufenen Ghule ins Feld zu schicken. Betrachtet den Befehlstisch und entsendet eure Champions und Truppen auf eine Routine-Erkundungsmission. Das mache ich sehr gerne. Die fragt direkt nach, wie es gelaufen ist, obwohl sie mir gerade erst das aufgetragen hat. Okay, gut, hier brauche ich jetzt Tassaria. Ergebt euch der schwarzen Klinge! Ach, die haben. Ah, die verlieren. Ach so, ich verstehe, wie es funktioniert. Okay. 4 Stunden. Ashiwatsubashi kommt in eure Ordenshalle und ermöglicht es euch, Forschung für den Aufstiegsbaum des Ordens durchzuführen. Okay. Kampfgefährten, ja gut, den ist halt auf einer Mission, den kann ich jetzt nicht nehmen, leider. Aber okay. Na gut, dann. Das ist die Schrecken. Gut, mit der kann ich jetzt eh nichts anfangen, gell? Nee. Euch Quest habe ich noch nicht, die darf ich noch nicht. Rekrutierer der auferstandenen Horde. Und das ist der, ja gut, schließt die Mission Truppen im Feld ab. Oder Truppen ins Feld. Gut, die dauert 4 Stunden, von daher, ja gut, da muss ich jetzt, wenn ich jetzt warte, das ist ja ein bisschen bescheuert, gut. Ja, dann gibt es ja hier jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Das heißt, ich kann weiter mit den Missionen fortfahren. Dann kann ich, wo kann ich denn von hier aus hinfliegen? Ich reise nach Dalaran, fliege von da aus, es geht schneller. Genau, hier und dann, ach nee, ich war schon richtig, krasses Landeplatz, das ist ja hier, der Flugpunkt müsste ja hier hinten sein. Genau, hier ist er. Ich bin geehrt. Aludane Wolkenweiß, so, Azurspinnengrast, ja, das passt, Azurspinnengrast ist okay. So, dann geht's weiter in Asuna. Und mal schauen, was uns noch so erwartet in Asuna. Echt mal gespannt, wie die Quest, vor allem wie die Quest um die blauen Drachen weitergeht. Ich hoffe, die kann man irgendwie retten. Ich will nicht, dass denen irgendwas passiert. Das kann ich nicht ertragen. Das kann ich nicht ertragen. So, hier machen wir auch noch nicht. Was ist das hier? Asurama. Stimmt. So, ja, einige Quests sind noch da, gut, da sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Aber ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Ah, da. Ach,
da ist die verloren gegangene Lieferung. Da könnte ich eigentlich, ich hätte natürlich eigentlich direkt hinreisen können, wenn ich es gewusst hätte. Also gut, das kann man auch irgendwann anders machen. Könnte auch später machen. Mach ich auch später so. Ich reise jetzt erstmal hier vor, hier oben hin zu den beiden Car Wests, die da nebeneinander sitzen und auf mich warten. Habe ich schon gesagt, dass ich es hier schön finde? Habe ich, gell? So was kann man, finde ich, oft genug sagen. Das ist gerade in WoW ein Punkt. Ich meine natürlich, es ist natürlich alles Geschmackssache, ob man jetzt diese comicartige Grafik mag oder halt nicht. Das ist Geschmackssache, klar. Aber wenn jemand sagt, die Grafik wäre scheiße, dann ist das keine wirkliche Kritik, dann ist das einfach nur eine Meinung, die für mich keinen Stellenwert hat, weil sie völlig unbegründet ist. Oh, es gibt sogar ein Bonusziel hier. Ah, cool. Bonusziel kann man auch gleich mitmachen. Weil es halt völlig unbegründet ist. In meinen Augen. Weil, man kann sagen, die Grafik gefällt mir nicht. Ja, das ist eine valide Aussage. Oder, ich mag den Stil der Grafik nicht. Oder wenn man halt wirklich tatsächlich direkt beides bekommen. Cool. direkt irgendeinen Punkt hat, wo man sagt, okay, mir gefallen hier die Kristalle nicht, die sind so ausgewaschen und die Texturen sind scheiße und was weiß ich, und sind schlecht gemacht oder so. Ja, meinetwegen, das kann man machen. Aber ich persönlich muss sagen, gerade so die Kristalle hier, ich meine, ja, okay, dieses ausgefranste, ja, mag sein, dass das vielleicht nicht die Erwartungen erfüllt, die man hat, wenn man Eindringlich. Die neuesten FPS-Shooter spielt oder sowas, ja. Ja, bin ich. Nun denn, nehmt eine Kostprobe. Oha, der rastet ja richtig aus. Da hinten von seinem Türmchen aus. Also mir hat's gefallen, bitte mach weiter. Ich bin außer Reichweite. Artefakt macht. Jedenfalls, was ich sagen wollte, Na klar, diese ausgefranste Textur, da kann man natürlich auch sagen, es sieht nicht gut aus, ja. Vielleicht kann man es auch schöner machen, ja, klar. Natürlich kann man es schöner machen. Aber, für mich ist das, ist es eher eine Art von, ist es wirklich nötig? Ich meine, es gibt Leute, so wie mich zum Beispiel, oder natürlich auch andere, die heute noch, was weiß ich, Gothic 1 spielen, ja? Die Grafik von Gothic 1 ist heute so schlecht einfach nur. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann sowas auch nicht immer spielen, weil es gibt Tage, an denen komme ich mit dieser, Grafik einfach nicht zurecht, weil, keine Ahnung, weil meine Augen das so nicht mehr gewöhnt sind. Beziehungsweise ist es in Gothic 1, wobei die Grafik geht eigentlich, ja, das ist nicht so das Schlimme. Das Schlimme an Gothic 1 ist eigentlich die Steuerung, weil die ist so abgrundtief scheiße. Aber okay, das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache, ja. Und ich meine, das spiegelt halt auch wieder, was viele andere dann im Gegenzug sagen. Es kommt einfach nicht auf die Grafik an, ja. Aber natürlich, wenn jemand, wenn man wirklich gute Argumente hat und das auch belegen kann und nicht einfach nur sagt, das ist scheiße, dann ist das natürlich akzeptabel, ja. Ich meine, ich werde jetzt nicht sagen, ich finde deine Meinung scheiße, die Grafik ist voll Bombe. Natürlich ist sie nicht. Also sie ist schon um einiges besser geworden über die Jahre hinweg. Also sie ist vielleicht nicht auf dem neuesten Stand, aber sie ist immer mitgewachsen. Und das muss man nicht unbedingt, aber das kann man denen auf jeden Fall den Jungs von Blizzard auf jeden Fall anrechnen, dass sie halt auch da mit dran bleiben. Nicht zuletzt natürlich, weil
die Spielerschaft das möchte und sie möchte natürlich ihre Spieler behalten, ja, aber dennoch finde ich es gut, dass man auf diese Wünsche eben eingeht und nicht einfach nur sagt, nö, wir machen unser Ding und tschüss. Ja, weil natürlich die Grafik von Classic WoW ist outdated, ja, da kann man nichts gegen sagen. Aber dennoch, eine Grafik, oder zumindest für mich zählt, die Grafik entscheidet nicht über das Spiel oder über die Qualität des Spiels. Wenn das Spiel wirklich ausgezeichnet ist und gutes Gameplay hat, ein gutes Storytelling, dann ist mir das doch egal, wie das aussieht. Solange ich davon keinen Augenkrebs bekomme, ist alles gut. Oder solange, was weiß ich, wenn ich extrem krass zitternde Charaktere hast, weißt du, wo die Bewegungen so abgehackt sind, dass man wirklich Augenschmerzen bekommt beim Zuschauen, ne? Also so laggy oder so, ja. Dann natürlich. Ihr seid eine Närrin. Ihr habt euer Blut vergossen und mein Mana verschüttet. Dann kann ich das natürlich auch nicht abhaben, ja. So, der schießt wieder mit seinem Zeug durch die Gegend. Wie aus dem Porno, oder? Der schießt wieder mit seinem Zeug durch die Gegend. Okay, so. Was wollen wir? Ah, genau. Tündrissen müssen wir noch töten und müssen noch das Bonus-Ding ins Fertig machen. Wir sind schon bei 50%. Die hier geben auch Fortschritt auf das Bonus-Event. Daher können wir den locker mal mitnehmen. Und ja gut, das ganze Zeug, das kann man gut verkaufen. Ne? Das geht schon. So. Den nehme ich schon mit. Der spielt mit seinem freigelegten Kern, auch interessant. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut, ich muss mal das einsammeln, das gibt auch Punkte. Und da vorne die alte müssen wir, oder den alten, was auch immer. Da. Tündrissen. Ist ein Herr. Noch ein Herr. Stimmt, der andere war ja ein. Der ist glaube ich noch nicht dran, oder? Nehmt euch meine Leutnants vor? Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. War schon. Irgendwie. Der ist ja auch krass alt. Heftig. Ich hoffe, der kommt der. Wobei, das. Kann gut sein, dass der auch noch rumrennt. Irgendwann halt. Okay. Den nehme ich noch mit. Weil der gerade so schön hier stand. 82%. Ich muss eh wahrscheinlich nochmal für die Quest was anderes hier machen, von daher. Mache ich das jetzt nicht zwanghaft fertig. Gebe erstmal hier die Quest ab, die beiden. Auf vorbereiteter Mana-Staub. Gut, die sind friedlich, also relativ zumindest. So, was sagt denn unser Senegos Schönes? Ich fühle mich schon ein bisschen stärker. Diese Ley-Kondensatoren wären fast mein Ende gewesen, Wuscholl. Okay, cool, dem haben wir schon ein bisschen geholfen, das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, der erholt sich. Geborenen sind nicht, was sie zu sein scheinen. Habt ihr sie? Bitte sagt mir, dass ihr sie gerettet habt. Runas zermalmt hektisch die Juwelen und reibt sich den magischen Staub auf Gesicht, Arm und Nacken. Für einen Moment wirkt er glückselig. Ich bekomme beides, ach so. Eine Klaue wäscht die andere. Viel besser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, mein Freund. Und jetzt möchte ich euch mit einem Gefallen refungieren.
Ich weiß, wie ihr die großen Mana-Sammler-Pylonen zerstören könnt. Es gibt noch Hoffnung für euren großen Drachen. Die Pylonen sind nur gegen Angriffe vom Boden, aber nicht aus der Luft geschützt. Lasst die Welblinge auf sie los. Im Gegensatz zu uns können sie fliegen. Lass Vertraut mir. Ich traue Nachtsüchtigen nicht. Doch ja, ich auch nicht. Und uns bleibt keine Wahl. Ich will nur helfen, edler Drache. Meine Welblinge werden euch helfen. Hintergeht mich und ihr werdet den Zorn eines Drachenschwarms spüren. Ich hab mir grad mal das... Ich war ein nobler Elf. Ich weiß, was Ehre bedeutet. Ich habe mir gerade mal dieses Dingens angeschaut, dieses Spielzeug, das wir bekommen haben. Malt kleine Ley-Kristalle, die sich an den Leylinien Asnas finden, zu halbwegs essbaren Kristallsplittern. Der Kristallschleifer benötigt je nach Sitzung etwas Zeit, bis er wieder verwendbar ist. Und was bringt das, wenn ich das mache? Ah, Selfie-Cam. Hab ich vorhin ein paar Selfies gemacht. Runas da. Ach ja. Okay, krass. Das macht Geräusche. Passt nicht zu Kaya-Cola. Oh Gott. Ach, ja, stimmt, ja, Quest vergessen. Hier, der hat noch eine Quest. Ja, also ich traue dem Typ hier auch nicht, ja. Also überhaupt nicht. Synegos wirkt konzentriert. Ich kann es jetzt spüren. In dem zerstörten Gebäude im Osten. Einer dieser Narren muss die Leylinien angezapft haben. Ich gehe davon aus, dass er schwer bewacht wird, Wuschol. Nur zur Erinnerung. Das Schicksal meiner Brut liegt in euren Händen. Ja, mach mir halt Druck. Oh, ey. Nicht schlimm genug, dass ich hier... Drache euch geschickt? Oder war es dieser Bettler Runas? Das war deine Mutter. Egal. Ihr werdet bald vor Asunas neuem Prinzen knien. Ja, neuer Prinz. Das glaubst du selbst nicht, du Spacko. Das sind die Pylonen, oder? Glaube ich zumindest. Was tut ihr da? Meine Kondensatoren! Ja, genau, das waren die Kondensatoren. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt! Doch, mit dem mannersüchtigen Idioten. Wie der abgeht, ey. Kann ich auch. Bist mir nichts voraus, mein Freund. Du bist mir nichts voraus. Okay, gut, die sind nur die... Ah, haben mich gesehen. Dachte, ich könnte noch wieder runtergehen, ohne dass sie mich sehen, aber egal. Hier oben gibt's nichts, aber ist nicht schlimm. Ja, umschauen kann man sich ja mal, ne? Hier geht's ja noch weiter. Aber weißt du was? Jetzt schon mal hier bin, gucke ich mir einfach mal an, was es hier so gibt. Den mache ich, den nehme ich noch mit. Oh, habe ich das Bonusziel abgeschlossen? Bin mir nicht sicher. Ich sehe es auch gerade nicht. Entweder weil ich zu viele Quests wieder habe oder was weiß ich, keine Ahnung. Ah, da ist er ja. Eiliet. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Was denn, Saum der Robe zu berühren? Mach ich doch sehr liebend gerne. Auch nicht unterbrechen. Oh, das geht cool. Okay, ich kann ihn desorientieren. Okay. Fina Björns dort hier. Sehr witzig.
Nächster. Ist er jetzt tot? Nee, ne? Der ist entkommen, oder? Scheiße. Vorne ist ein entfesselter Riss. Frage ist, überlebe ich das, wenn ich hier runterspringe? Ich bezweifle es. Oh, hier kann ich ein Messer abgeben. Meinem Großvater helfen? Er mag nicht tot sein, doch zumindest ist er fort. Ohne ihren Anführer sollten die stumpfsinnigen Verdorrten sich bald zerstreuen und aussterben. Ich nehme das da, weil ich brauche beides nicht, zwangsläufig. Noch am Leben. Wartet, was habe ich gehört? Was? Labt euch an den Drachen? Wir müssen gleich Großvater fragen. Sagt Bescheid, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Sprecht mit Stella Gosa über einen Flug zurück zu Azurspringrast. Nee, ich muss noch das andere Zeug hier machen. Warte, okay. Gut. War nicht so viel Damage. Ich möchte davon diesen Stern einsammeln. Und hier muss ich die Pylonen noch kaputt machen. Hier ist eine. Hat das gezählt? Ich glaube schon. Ja, hat gezählt. So, einer fehlt noch. Ich will erst gucken, dass ich da hinten diesen komischen Stern aufsammle, falls er jetzt noch da ist. Das war dieser Special-Dingens. Nee, ist weg, oder? Ja, okay, war ich vorhin zu spät. Schade. Na gut. So, ich muss wieder ein Stück nach oben. Um einen anderen Pylonenplatz zu machen. Wie komme ich jetzt am besten hier hoch? Ach, hier, okay. Fanatiker, den lasse ich jetzt mal links liegen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ja, sag mal. Bin ich den ganzen Weg jetzt außen rum oder was? Naja, ich gehe mal lieber. Das lasse ich jetzt mal liegen. Blende das mal aus. Nee. Ich habe das Bonus-Event wohl erledigt. Ich habe es nur nicht mitbekommen. Jetzt bin ich so weit oben oder was? Was ist das denn jetzt? Ach, Mann. Ernsthaft. Vielleicht zählt das. Nur noch ein Welpling oder was? Tündriss, nicht so schon längst tot. Oder eher besser gesagt. Na gut, kämpfe ich halt, meine Güte. Okay, cool. Pylon ist fertig. Jetzt, da die Pylonen zerstört sind, sollte Senegos Teich wieder aufgeladen sein. Cool, jo. Alles klar, gut. Dann gehe ich jetzt mal gerade hoch zu der netten Stella Gosa und lass mich mal kutschieren. Du bist der Typi weg. Ich nehme mich einfach durchlaufen und hier sind die kleinen Welblinge und wohl. Wir kehren zur Schwingrast zurück. Jetzt die Zerstören wieder da. Ja, leck mich doch. Ey. Seht, sie nähern sich Großvaters Teich. Oh nein, voll die Offensive. Es ist noch nicht zu spät. Noch dieser Große da, scheiße. Wir nehmen den Weg durch die Berge, um sie aufzuhalten und... Nein, sie sind überall. Scheiße. Alter, wie viele. Wir fliegen tiefer. Können die nicht irgendwie abschießen oder sowas? Kannst du nicht irgendwie Feuer spucken oder sowas? Oder irgendwie, was weiß ich, Mana rotzen? Was? Ich hab keine Ahnung. Alter, es sind viel zu viele.
Ich fürchte, okay. Großvater, bleibt nicht mehr viel Zeit. Nein, wir sind zu spät. Diese vielen Verdorrten drohen, unsere ganze Brut auszulöschen. Schnell, Wuschol! Brecht einen Lake-Kristall ab und heilt alle verwundeten Drachen, die ihr auf dem Schlachtfeld finden könnt. Ich werde tun, was ich kann, um diese Welblinge zu schützen. Wie seltsam sich Besuch anfühlt. Alles klar, ich bin dabei. Katka ist ja auch da, stimmt. Und geht in euch. Ihr habt ihren Anführer umgebracht und sie sind hierher gekommen? Das ist nachvollziehbar. Diese Kreaturen haben es einzig und allein auf Magie abgesehen. Und sie können sie über große Entfernungen hinweg wittern. Ohne Anführer werden sie sehr schnell verdorren und sterben. In der Zwischenzeit bleibt uns nur, so viel von ihnen wie möglich zu töten, bevor sie sich die Drachen greifen. Ihr Atze. Ich werde mein Bestes tun, auf jeden Fall. So, Lake-Kristall habe ich. Die kleinen Spackos muss ich platt machen. Die halten zum Glück nicht so viel aus. Ich bin außer Reichweite. Zählen die überhaupt? Nicht ganz, oder? Nee, hä? Der zählt aber. Der hält auch ein bisschen mehr aus. So, okay, wir müssen auf jeden Fall Zedonu heilen. So einen krassen Drachen einfach mal platt gemacht. Heftig. Als ich fiel, sah ich, wie einer der Nachtsüchtigen sich in unsere Höhle schlich. In die Höhle? Ja, dann kannst du ein blaues Wunder erleben. Emigosa. Soll hier irgendwo sein, Emigosa. Das könnte gut werden. Laut Karte zumindest da. Na gut. Viele es einfach sind, die da reinspringen, krass. Okay, ich bin noch im Kampf. Hier ist... da. Komm her. Du lässt die Finger von dem Drachen. Hast du verstanden? Jetzt wirst du sterben. Na gut, du schippst sowieso so oder so. Von daher war das jetzt eine blöde Aussage, aber... Okay. Chimera heilen. Auf jeden Fall. Die Verzauberin. So. Wo ist sie denn? Emigosa. Emigosa sehe ich nicht. Ah, doch da. Ah, da. Oh nein. Die Kleine auch noch. So, jetzt ab in die Höhle. Hinten in der Lake-Grotte ist auf jeden Fall noch einer. Oh Mann, das ist so doof. Das ist so doof, dass die einfach gekommen sind. Runas, der geschmäht, hat sich erstmal ins Wasser gesetzt, na super. Kämpft natürlich auch nicht mit, warum auch. Was soll's, scheiß drauf. Die Drachen, die so gnädig zu mir waren und mich am Leben gelassen haben, die werden gerade angegriffen von meinem eigenen scheiß Volk, aber nein. Alles gut. Also Dings ist hier nicht, ne? Was macht Emigosa denn hier? Fliegt einfach wild durch die Gegend, oder was? Ja, also hier ist nichts. Gut, da habe ich... Dann ist das woanders. Da fliegt Emigosa mir hinterher. Nee, ist glaube ich nicht. Vielleicht doch. Man weiß es nicht. Könnte sogar sein.
Fliegt immer in meine Richtung irgendwie. Und wenn sie zu nah kommt, fliegt sie wieder zurück. Seltsam. Na gut, okay. Dann war Beratus nicht hier in der Höhle. Dann ist es eine andere Höhle. Hier ist auch niemand. Der Spacko sitzt da einfach im Wasser und macht nichts. Klasse Typ. Das sollte der darüber überleben. Der, guck mal, der ist jetzt so stark, der kann wieder kämpfen. Das kann doch nicht sein, dass er dann einfach stirbt von so ein paar kleinen Schnödels. Das wäre sehr bitter. Ah, da genau hier, diese Höhle. Stimmt, diese Höhle gab es ja auch noch. Auf Berasutz. Ne, Berazus so rum. Du schaffst das. Du schaffst das, Berazus. Du bist doch stark. Ich danke euch, kleiner Todesritter. Sinnegos hat gut daran getan, euch zu vertrauen. Das hat er, aber darauf kommt es nicht an. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass hier die ganzen Dödel verschwinden. Die ganzen Verdorben müssen weg. Dann können wir uns darüber unterhalten, wer recht hat und wer nicht. Ach, okay, gut. Beratus haben wir auf jeden Fall schon mal. Die anderen müssen wir jetzt noch hier, diese kleinen Esel noch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Die spawnen hier, ne, und laufen rüber. Kann ich vielleicht abfangen? Okay, noch fünf. Oh, ich hoffe, wir können diese ganze Offensive zurückschlagen, bevor wirklich was Schlimmes passiert. Ich muss näher ran. Will nicht, dass diese Verdorben irgendwas Schlimmes den Drachen antun. Drachen sind so cool einfach. Das ist zu weit entfernt. So viel cooler als die anderen. Okay. Die haben wir schon mal. Ich muss näher ran. Der muss noch weg, dann habe ich noch gepult. Katra geht böse ab mit seinem Stab. Das muss vorerst genügen. Handschuh von Nathalas, 720. Brustblätter von Nathalas. Ist sogar besser. Je, endlich mal ein Rüstungsteil, besser ist. So, und sie noch. Und es gibt Sinegos. Gut gemacht. Ich habe gesehen, wie die anderen Drachen losgeflogen sind. Und seht, ich habe Emagosa gefunden. Sie scheint euch zu mögen, Wuschol. Ich vertraue darauf, dass ihr auf sie aufpasst. Oh mein Gott, wie süß. Ich hab's so gehofft. Ich hab's eben so gehofft, als sie als unter uns hergeflogen ist, habe ich so gehofft, dass wir die jetzt Haustier bekommen, weil die so... Ah, die ist so süß. So süß. Endlich. Endlich ein kleiner blauer Drache als Haustier. So süß, so süß. So, aber bei dem Text. Zum Verdorren verdammt. Zedonu hat also gesagt, er hätte Nachtsüchtige in die Lake-Rotte gehen sehen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Großvater scheint gut allein zurechtzukommen, aber der Erzmagier und ich werden ein Auge auf ihn haben. Ihr solltet eurerseits mal diese Höhle untersuchen. Da war ich ja eben schon drin. Sucht die Nachtsüchtigen, die in die Lake-Rotte gegangen sind. So, aber erstmal das Wichtigste. Ich weiß nicht, als... Ah, ich muss erst... so, da. So rum. Und die kann Puzzle ziehe ich mal an, genau. So, und jetzt aber. Emmy. Yay, Emigosa! Emigosa! Ein bisschen kleiner als vorhin, oder? Bisschen geschrumpft, egal. Emigosa ist süß. Wäre auch viel süßer, wenn sie mitkämpfen würde, aber.
Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. So, okay, wir gehen mal in die Lake-Grotte. Ach, stimmt. Er. Ja, haben wir eben schon gesehen. Der war das, der in die Lake-Grotte gegangen ist. Dieser Elende. Dieser Elende. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz zurückfordern. Wuschel, seid ihr das? Runas hustet heftig. Ich bin schwach. Der Hunger zehrt mich auf. Ich verstehe jetzt, warum euer Drache in diesem Teich liegt. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Aber es scheint zu spät zu sein. Ich kann ihn da draußen hören. Aelith ist hier. Tötet Aelith und sein Konstrukt. Eine dieser Belohnungen, gut, da können wir uns gleich angucken. Und sind ausgerüstet. Wir beide sind ein gutes Team. Dieser Hunger verzehrt meinen Geist. Ich muss jedes bisschen an Energie aufbringen. Vielleicht ist er doch nicht so falsch, wie man am Anfang gedacht hat. Aber man kann es natürlich nie wissen. So, jetzt müssen wir aber erstmal dieses Konstrukt aufhalten, weil der tut meinem Drachen hier weh. Das kann ja mal gar nicht angehen. Ja, ja. Tausend an der Macht ab, Drache. Diese Teiche gehören nun den Nachgeborenen. Vergiss es. Hilf mir, kleines Wesen. Ich bin dabei. Mit dem Spacko hier schon los. Dieses Konstrukt. Du wirst keinen Schaden mehr anrissen. Orbit. Das hat sich ausgemanert. Was bist du dran? Aelith. Der hat ganz schön große Hände. Das kann ich unterbrechen. Nee, eben nicht, oder? Also als wir als erstmal gegen ihn gekämpft haben, weiß ich nicht. Dafür ging das jetzt durch die Sessel und ich bin jetzt nicht schützen kann. Jetzt aber weg, stirb! Endlich. Ja, easy. Oh, ich hoffe, der überlebt es. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu schwach. Aber er sieht relativ fit aus. Alter, wie... Wie majestätisch einfach. Kann ich nicht irgendwie mit... Genau, so. Sieht so majestätisch aus einfach. Die kleine Mikrosa. Sieht so krass aus einfach. Was will man sonst dazu sagen? Sieht richtig, richtig krass aus. Okay, gut. Wir wollen mal die Quest natürlich auch beenden. Und nicht nur starren, obwohl der schon echt cool aussieht. Ich bin schwach. Doch, ich will tun, was ich will. So lebendig habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Wuschel, ihr habt nicht nur meinen Mana-Teich wieder aufgefüllt, sondern auch meine Brut gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Die Blauen von Asuna stehen tief in eurer Schuld. Das freut mich sehr. Also nicht, dass ihr in meiner Schuld steht, sondern dass ich so helfen konnte. Ach, 48 Gold, Alter. Heftig. Und mehr, Welpe. Meine Augen sind nicht mehr die jüngsten. Er atmet schwer, hat Schmerzen, aha. Hätten sie vielleicht den Text nochmal verändern sollen, wenn er das durch hat. Das wirkt jetzt ein bisschen falsch. Ich weiß noch nicht, was man mit denen macht hier. Ah, ach so, okay. Kann man rechts klicken, okay, cool. Weiß ich zumindest das schon mal. Lake-Rottenfrost.
Nun gut, nun gut. Also, weiter zur nächsten Quest. Die ist ein Stückel hier runter. Ah, warte. Blumen einsammeln. Nicht vergessen, nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Ja, es ist schon 720. Oh, die Streuner greifen uns an. Okay. So. Weiter zur Quest.